Hallo Leute und willkommen zu meiner neunten Folge von Michi spielt Minecraft. Ja, heute möchte ich mal über ein paar Sachen reden. Und zwar zum einen, das schaut aus, als hätte ich da voll den fetten Hals. Irgendwie. So ein bisschen. Oh yeah. Ist aber auch ziemlich cool, so zu spielen. So rumzulaufen und so. Höhlen erforschen gehen. Schau dir mal. Ich muss immer noch meine Schuhsohlen fixen. Das sind immer noch Füße. Lol. Ich habe irgendwie Schuhe an, aber irgendwas stimmt da nicht. Hä? Seht ihr das? What the fuck? Okay. Fragt mich nicht, was es ist. Gut. By the way, also ich hab ziemlich viel gebaut, also naja, ziemlich viel nicht, aber ich bin hier ziemlich lang dran gehockt und hab nachgedacht, wie ich hier weiterbaue jetzt mit dem Weg da unten. Hab auch ein paar Sachen geändert und so. Das mit den Itemrahmen hier habe ich auch noch nicht geändert, dass da halt Itemrahmen hin können. Habe ich so überhaupt schon gesagt, dass da Itemrahmen hin können? Glaub schon. Anstatt Schilder, Itemrahmen. Ja, und der Feuerturm, also ich nenne ihn jetzt mal Feuerturm, ist ein guter Name, glaube ich. Und ja, hier unsere Farm. Schauen wir mal, ob da wieder neue Kakteen in unserer Truhe sind. Oh, puh. Ein Stack und zwei. Ich habe es doch vorhin erst ausgeleert. Ja, die Farm geht wirklich ab. Was mich sehr freut. Und ja, mittlerweile kann man ja alles automatisieren. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Außer halt so Sachen, die man noch nicht hinpflanzen kann. Zum Beispiel Weizen und so. Aber wenn das dann kommt, ich sag's euch. Wenn man mit Spendern Weizensamen anpflanzen kann, dann ist wirklich aus. Dann könnt ihr alles automatisieren, aber wirklich. Gut, also das ist der Gang. Seht ihr von hier oben? Und ich zeige dir jetzt mal von oder in Action. Mein Hund hockt im Zaun und noch was Verrücktes. Ich habe eine aktivierte Redstone-Lampe. Frag mich nicht, wie ich die bekommen habe. Ich habe sie einfach irgendwie abgebaut. Keine Ahnung. War wahrscheinlich aktiviert, ich habe es abgebaut. Und dann habe ich sie irgendwie bekommen, aber ich habe es auch schon so probiert, eine aktivierte abzubauen, aber hat nicht funktioniert. Wenn wir das hier mal versuchen, so. Oder wenn wir das irgendwie. Was mache ich denn jetzt? So, keine Ahnung. Geht irgendwie nicht. It's magic. Naja, also hier habe ich jetzt sowas. Ich habe es ein bisschen geändert. Das habe ich auch geändert. Also ich habe viele oder lange nachgedacht, wie ich das hier baue. Und ich bin zu diesem Entschluss gekommen. So. Und den, das hier auch zu ändern. Ja, ist ganz gut. Und ich glaube, ich muss immer noch ein paar Sachen ändern. Hab's gerade gesehen. Das sieht jetzt so aus. Boden so. Und dieser Boden sieht so aus, weil das einfach nicht anders geht. Hier muss eine Holzleiste sein. Und dann müsste hier so ein 3x3 Grasfeld sein. Es würde gehen. Aber dann wäre hier noch Gras und am Rand muss ja immer eine Holzleiste sein und das, dann wäre das hier 2x3 Grasfeld. Und das würde so scheiße aussehen, ich sag's euch. Deswegen finde ich es irgendwie so besser. Was Besseres kann man eigentlich gar nicht machen. Nur so Holz ist auch langweilig, weil es dann gar nicht mit dem oberen Zahn passt. Also, es ist schon ziemlich gut. Ja, und dann hier sowas. Da die Treppen und hier sieht es dann so aus. Dann hier so ein kleines Muster, wo man reingehen kann. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Nachdenken. Ja, und jetzt hier das, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich es überhaupt so lasse. Ich glaube, ich baue das hier nochmal um. Dass ich hier trotzdem dann noch so Stämme baue, also Eichenholz. So, das glaube ich ist besser. Ja, ist gut. Ist zwar nicht jetzt. Es ist jetzt nicht alles symmetrisch, aber naja, muss es ja auch nicht sein. Und das Zeug hier, Alter, das wächst einfach nicht. Ich habe das schon seitdem ich das angepflanzt habe, habe ich das nicht mehr weggerissen und es wächst einfach nicht. Es will nicht wachsen. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich bin auch schon sehr lange AFK in meiner Welt. Meine Hühner hören gar nicht mehr auf, Eier zu legen. Ich habe es jetzt auch schon gekillt, weil ich schon ungefähr oder fast eine Doppel-Chest voll mit diesen verkackten Hühnereiern habe, Alter. Die brauche ich ja langsam nicht mehr. Also ich habe sie getötet und ja, jetzt habe ich erstmal genug Hühnereier. Hühnereier. So, hier habe ich jetzt auch noch einen Gang hinzugefügt. Der ziemlich langweilig aussieht. Das werdet ihr auch sagen, wahrscheinlich. Nur Eichenholz. Aber ne, was anderes ist mir einfach nicht eingefallen. Ich wollte hier Zäune haben.
Dann hinter, was hätte ich hinmachen sollen? Hätte ich Zuckerrohr machen sollen? Dann hätte ich nochmal so was Fettes bauen sollen oder müssen. Es ist einfach das Beste. Und naja, so schlecht ist es eigentlich auch nicht. Da oben weiß ich noch nicht, was ich reinmache. Ich brauche jetzt dann auch mal Sandstein und Quarzblöcke. Muss ich da mal ein bisschen rumtesten mit denen. Ob ich die auch ein bisschen mit einbringen kann. Aber dann, ja, ansonsten, das denn, was ihr gesehen habt in meiner Mine, in meinem Gang, das wird meine Mine. Vielleicht fangen wir da heute noch an. Vielleicht baue ich noch so einen Weg nach unten, also so einen Quick Drop. Obwohl wir schon Level 25 sind, wenn wir da in dem Gang stehen. Also ich weiß nicht, ob ich eine Treppe baue oder einen Quick Drop. Wenn ich eine Treppe baue, muss ich nochmal umändern. Wenn ich Quick Drop mache, dann nicht. Und wenn ich Quick Drop mache, dann habe ich mir überlegt, ob ich einen Elevator mache oder eine Treppe, eine Leiter nach oben. Ich sage immer Treppe, ich volljur. Also, ja, Layer 25, das wären noch 15 Blöcke, die wir runterfallen würden. Und mit einem Pisten-Elevator wieder hoch. Also, ich weiß nicht, ob es sich lohnt. Also, ich denke mal nochmal nach. Diese Hühnerfarm müssen wir auch dann nochmal abbauen. Hier sind die Hühner, die wir haben. Hühnereier, meine ich. Man sieht das ja. Viel zu viele. Und ja, wir sehen uns nach einem kurzen Schnitt wieder. Jo, meine Freunde, wir sind jetzt gerade hier beim Eingang meiner Mine. Und ja, ich finde es ziemlich cool, so wie es jetzt hier ist. Also hier zwei Chests. Und ich denke, ich tue da noch zwei weitere Chests drauf. Auf diesen vorhandenen Truhen, die hier schon platziert sind. Ja. Und ja, ansonsten habe ich hier jetzt so eine Treppe gebaut. Also ich habe mich für Treppe entschieden anstatt Quick Drop. Also einfach nur, das sind gerade mal 10 Treppen oder so. Und das bringt's einfach nicht. Außerdem kann man jetzt Treppen auch hochsprinten. Von dem her ist es einfach unnötig. Und dafür dann eine Elevator zu bauen? Nee, nee. Lieber nur eine so eine Treppe, dann passt es. Ja, und dann habe ich hier Eis genommen und das geschmolzen mit Fackeln. Das darf man jetzt nicht mehr updaten. Soll ich das jetzt updaten, dann würde es sich hier überall verbreiten und alles wegspülen. Das wäre nicht gut. Dann müsste ich nochmal neuen Eis. Da müsste ich nochmal einen neuen Eisblock platzieren. Hier mache ich einen Kürbis rein. So. Gut. Also Kürbis. So. Gut. Passt perfekt. Und hier sind jetzt unsere Gänge. Ja, ich habe schon. Ich weiß schon, wie ich es baue. Die Mine. Oh, was ist das denn? Wir gehen in jede Richtung. Was haben wir denn hier jetzt? Mann, oh Mann. Wo ich schon überall war. Das weiß ich ja gar nicht mehr. Ja, wir gehen auf jeden Fall in jede Richtung. Ja, paar Blöcke halt. Paar tausend Blöcke. Nee, keine Ahnung wie lang, aber so lang wie ich halt Lust habe. Und zuerst dachte ich mir, dass ich das mehrere Etagen runter mache. Also zuerst bin ich auf Layer 10, Layer 15 oder 16, dann drei Layer weiter runter. Dann halt immer in der Mitte hier so ein Drop mit Wasser oder so. Ja, und dann hat man da mehrere Etagen, wo man Mining gehen kann. Aber da man dieses Mining-System ja so lang machen kann, wie man will, denke ich mir, dass ich einfach nur eine so eine Etage mache und die wird dann Layer 10 sein. Weil 10 ist eigentlich auch ein guter Layer. Ich habe mal gehört, dass es der beste Layer für Diamanten ist. Und wir sind ja auch im Waldbiom, also ja. Schauen wir mal. Vielleicht kommen wir auch noch zu Extremis und bekommen da ein paar Smaragde. Die spawnen nämlich auch so auf diesem Layer. Das mit den Fackeln, glaube ich, platziere ich alle 10 eine Fackel. Weil alle 10 ein Kürbis ist ein bisschen zu teuer. Nee, Alter. Leute. Scheiß die Wand an. Schau ich das an. Ich war hier gerade meinen. Ich bin ungefähr, ja, 100 Blöcke von meiner Passes entfernt. Oder 150, kann man sagen. Schau doch mal an die Decke. Ein Stronghold. Im Ernst jetzt. Ein Stronghold. Ich habe wirklich noch nie einen Stronghold einfach so aus Zufall beim Meinen erwischt. Und bin noch nie auf einen Stronghold irgendwie so gestoßen in Minecraft Survival ohne Endaugen. Ich habe irgendwie noch nie einen Stronghold gesucht in Survival Minecraft. Das ist wirklich das erste Mal. Ohne irgendwie irgendwo, ohne dass mir irgendwer Koordinaten oder so gesagt hat.
Ich hab's einfach so, einfach Minen gegangen und dann hab ich den gefunden. Das ist wirklich der Wahnsinn. Okay, Leute, das ist der Hammer. Ach, ich kann das Gefühl nicht beschreiben. Das ist einfach so geil. Wir haben jetzt hier einen Stronghold. Circa 100 Blöcke weg von meiner Basis. Kann man eine geile Schiene hinbauen. Das Gefühl ist einfach so derbe geil. Ich liebe es. Ah, Mann, das ist geil. Irgendwo muss dann auch noch der Raum natürlich sein, der Enderportal-Raum. Wird natürlich nicht fehlen. Sollte überall dabei sein. Und manchmal sollten wir hier auch Truhen finden, normalerweise. Bei einem normalen Stronghold. Mit Äpfel oder so. Schauen wir mal, ob wir da welche finden. Hier vielleicht. Hier könnte jetzt der Endportalraum sein, glaube ich. Irgendwo hier. Also so Strongholds können schon wirklich groß werden. Boah, ich bin so stolz gerade. Oh Mann, das ist geil. Einfach so beim Meinen. Das ist richtig geil. Okay, so. So. Okay, hier mal Gefängnis. Die Türen bleiben auch irgendwie offen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wollen wir die updaten oder was? Nee, hilft auch nicht. Ist komisch. Oh, Pflastersteinstufen. Okay. Jetzt haben wir hier nochmal eine Tür. Episch. Und nochmal das gleiche wie vorhin. Okay. Hier geht's nochmal weiter. Oh nein! Ah, oh, damn it! Ich war schon wieder auf friedlich. Verdammt. Wieso spiele ich immer auf friedlich? Ich darf nicht mal in meiner Kreativwelt auf friedlich spielen. Na, hier ist er jetzt. Der legendäre Raum in einer Minecraft-Survival-Welt. Er braucht zwar sehr viele Enderaugen, aber dafür ist das größte Hindernis in dieser Welt ja schon mal geschafft. Und zwar die Suche nach diesem Stronghold. Hier nochmal die Koordinaten, falls ich es irgendwann mal vergesse oder so. Oh man, das ist ein richtig geiles und einmaliges Erlebnis. Ah, das ist so hammergeil. Ich habe jetzt wahrscheinlich schon 10 Mal oder so hammergeil gesagt. Oh, ja, da kommen sie schon. Da kommen sie schon. Die ersten Creeper. Wenn man mal auf normal spielt, dann sieht man das schon. Dann sieht man schon einen krassen Unterschied. Oh. Oh, nee, oder? Chill's mal, Alter. Wow. 4 Stück gleich. Was ist das denn? Wow. Naja, umso mehr Steinziegel, ne? Umso besser. Oh. Silberfisch, aufpassen. Okay, hier. Ich wusste nicht, dass das irgendwie geht. Ja. Seems like it. Okay. Was haben wir denn noch so hier? Oh Mann, das geht richtig weit. Ich bin so geil. Ich bin so stolz auf mich, wollte ich sagen. Okay. Oh Lord. Lord, Lord, Jesus Christ. Jesus. Ah, puh. Damn it. Holy. Das war jetzt. Okay. Erstmal hier, ne? Tut so. Schauen wir, was es da hinten so gibt. Oh, Enderman. Okay, let's do this. Was gibt's hier so? Awesome. Können wir ja gleich mal abschlachten. Oh, nur meine. Ja, okay. Also, ich würde mal sagen, wir schlachten die ab. Oh man. Oder vielleicht ja andersrum. Naja, ich würde mal sagen. Was sagt schon das der Enderman? Ja, wir sehen uns gleich wieder im Stronghold. Wenn ich mich überhaupt wieder, wenn ich mal zu euch wieder finde. Hoffen wir es mal.
Okay, wir sind wieder hier. Ist noch meine Sachen. Element ist weg. Yay. Yeah. Okay, wieder sortieren hier. So. Schwert muss dahin. Es ist so geil, dass ich hier einen Stronghold gefunden habe. Ich hätte es nie gedacht. Aber. Ja, jetzt habe ich kein Holz dabei, Mist. Na, schauen wir weiter. Kann man halt keine Fackeln machen. Müssen wir bald wieder gehen. Okay, was haben wir hier jetzt? Nichts. Auch was Gutes? Ne, was Schlechtes. Chests haben wir jetzt bis jetzt noch gar keine gefunden. Ich wundere mich, ob diese Strongholds überhaupt noch Chests in sich haben. Okay. Das wisst ihr doch noch, oder? Da waren immer so, also hier eine Halbstufe, hier eine Halbstufe und dann hier ein Block, glaube ich, und dann eine Chest drauf. Ich weiß nicht, ob es sowas immer noch gibt, weil ich bis jetzt noch nichts gefunden habe, was irgendwie so ähnlich aussieht. Und wenn wir irgendwann mal Türen brauchen, egal ob Eisen- oder Holztüren, schauen wir einfach mal hier vorbei, haben wir genug. Gut, tun wir da mal Fackeln rein. Naja, wir müssen ein bisschen sparen. Nehmen wir die auf jeden Fall mit. So. Gut, was haben wir jetzt hier noch alles? Immer so einen komischen Lichtbug. Dann geht's ja noch weiter. Ah, oh, ich liebe es. Zum Glück habe ich ja nur so einen großen gefunden. Desto größer, desto besser, weil, habe ich ja schon gesagt, desto mehr Steinziegel gibt es auch und die kann man gut als Deko verwenden. Cool, hier hat der Creeper jetzt den Stopsel oder den Knopf, meine ich, weggeblastet. Müssen wir halt durchbrechen mit unserer fetten Pickaxe. Ja, also, ich würde mal sagen, wir gehen dann wieder nach Hause. Hier ist immer noch die glitschige Fackel. Ja. Schauen wir hier noch, was hier so gibt. Den Strongholds, den Endraum, Portal. Oh, haha. Wenn man davon spricht. Okay, also Frage beantwortet. Den Endportalraum haben wir ja schon gefunden. Also das Beste. Ob es hier jetzt auch noch ein Labyrinth gibt. Eine Bücherei, meine ich. Bin ganz aus dem Häuschen jetzt gerade. Fuck? Oh mein Gott. Oh Gott. Wie zum Fick? Holy shit. Ist das euer Ernst? Leute. Nochmal. Noch einen. Okay, ich hab genug. Ich hab genug, Leute. Das ist wirklich. Oh mein Gott. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Okay, ich tue mir nochmal Koordinaten her. Oh Scheiße. Ah, okay, ich muss jetzt hier weg. Das ist einfach zu geil jetzt für mich. Oh, damn. Okay, Leute, ich habe gerade ja mein Zeug hier geholt und bin hingelaufen und mir ist aufgefallen, dass man da, wenn man hier steht, innerhalb von 30 Sekunden oder sogar noch weniger Zeit bei dem Stronghold in dem Endportalraum da sein kann. Ja, sagen wir mal 30 Sekunden kommt hin. Ja, also let's go. Ah. Ja, hier haben wir es auch schon. Es ist wirklich gar nichts. Also, wenn man jetzt das mal mit dem vergleicht, was es sein könnte, weil es gibt dann auch noch viel größere Strongholds. Es ist Hammer. Einfach der Hammer. Nope. Draußen bleiben. Ja, aber das war jetzt erstmal genug hier mit diesem Stronghold. Vielleicht macht man da demnächst mal weiter. Schaut's hier jetzt aus? Da unten ist irgendwann, irgendwo dann mein. Also der Spawner, glaube ich. Irgendwo da. Dungeon, ja, nix. Zombie-Spawner meine ich. Ja, den, weiß nicht, ob wir den irgendwie brauchen. Wir haben ja schon einen Skelett-Spawner, also von dem her. Also Skelett-Dungeon meine ich. Mal schauen. Wir gehen jetzt erstmal wieder zurück zur Basis. Und, ja. Genießen diesen Fund hier.
So, meine Freunde, hier nochmal ganz schnell die Koordinaten, wo wir jetzt gerade sind. Hier sind wir jetzt nämlich fast im Mittelpunkt der Mine, also hier jetzt. Können wir mal checken, wie weit der Stronghold von meinem jetzigen Stand entfernt ist. Und ja, muss ich halt nur schauen, wie ich das dann verbinde, irgendwie, meine Basis mit dem Stronghold, aber wenn wir schon irgendwie machen, vielleicht tun wir dann hier so eine Schiene verlegen. Dann erstmal so einen ganz billigen Weg halt, dass wir mit einem Minecart hinterfahren. Mal schauen. Oder zu Fuß. Wir werden sehen, aber so ist jetzt die Mine aufgebaut. Das ist einer der besten Wege. Also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass der beste Weg ist, eine Mine zu bauen, aber einer der besten. Und zwar, dass man immer drei Blöcke freilässt. Und dann so einen Weg, ja, den kann man so weit wie man will bauen. Ja, baut halt. Und dann Diamanten sucht und alle anderen Erze, die man halt braucht. Ja, ich habe schon ziemlich viel gefunden. Also nicht nur 8 Redstone-Erz, sondern noch viel mehr. Eisen und Kohle auch sehr viel. Also ist gut vorangegangen bis jetzt. Dann hier nochmal und den Weg hier kann man auch so lang machen, wie man will. Dann halt macht man hier ein Ding rein. Dann haut man hier rein. Hier, hier und hier. Dann hier, damit man halt nie mit den Wegen irgendwie zusammentrifft in irgendeiner Weise. Also ist ein wirklich sehr guter und eine sehr gute Strategie. Und das Holz da werde ich wahrscheinlich auch noch mit so einem Brett ersetzen. Mal sehen. Und hier habe ich einfach nur einen Eisblock hin platziert und schmelzen lassen. Und ich kann euch ja mal zeigen, wie oder ja, wie viele Eisblöcke ich da jetzt gemeint habe. Hier 34 Resonanz und 39 Kohle. Hier ist übrigens der unendliche Wasser, die unendliche Wassersource. Sieht ziemlich cool aus, finde ich. Ich hätte es auch noch so machen können, dass ich hier eine Halbstufe mache, aber dann wäre es halt. Ja, dann würde hier ein bisschen weniger Wasser rausschauen und ich will ja ein bisschen Natur mit runterbringen in diese Höhle. Und deswegen würde ich das auch so machen. Und was ich auch noch zeigen will, ist, wir haben hier so einen Weg, ne? Und da mache ich vielleicht hier auf der anderen Seite weiter. Weil der Garten hier schaut ja ziemlich geil aus, sagt ihr ja auch. Habe ich in den Comics gelesen. Und ja, dann können wir hier so einen Weg bauen. So mit der Struktur von der Höhle. Und dann halt nur noch so ein bisschen verschönern mit Eichenholz oder irgendeinem anderen Holz. Und Gras halt, damit da so ein bisschen die Natur in die Höhlen gebracht wird. Ja, und wie ihr schon gesehen habt wahrscheinlich, in den Löchern habe ich jetzt die Fackeln mal mit den Redstone-Lampen getauscht, meine ich. Und wir beenden auch gleich schon wieder die Folge. Nehmen wir mal einen Hundi mit, der die ganze Zeit im Zaun chillt. Dem muss ich ja nochmal gleich den Stronghold zeigen. Wir haben übrigens immer noch keinen Namen für Hundi. Könnt ihr mal einen in die Comments schreiben, wenn ihr einen habt? Vielleicht habt ihr geile Ideen. Ja, und diese jetzt hier, die lasse ich wahrscheinlich erstmal so. Ich brauche noch mehr Truhen. Ich habe nicht mehr viel Platz hier. Die Müllchest hier, oder nicht Müllchest, hier habt ihr. Hier haben wir das Eis. Das ist ja nicht weit weg, das Schneebiom. Da bin ich einfach kurz rüber gelaufen und habe ein bisschen Eis mit meiner Silk Touch Pick abgebaut. Und ja, Kobbel hier rein. Wir haben. Ja, seht ihr schon, die Cobblechest ist jetzt auch schon voll. Also, für Steinziegel brauche ich ja noch Platz. Also, wahrscheinlich nächste Folge wäre gut, wenn wir das schaffen würden, dass wir ein Chestlager bauen. Schau mal. Entweder jetzt halt in die Richtung, also, wenn wir den Weg darüber bauen, dass wir es da drüben irgendwo bauen. Oder wir bauen dann halt bei den Höhlen, also bei dem Mineneingang, da noch den Weg weiter und bauen da irgendwo unser Chestlager. Mal noch schauen, vielleicht wäre es in der Richtung besser, damit wir immer. Da drüben was bauen, dann da, dann da, dann da, dann da, dann da und so weiter. Da, wo es halt passt, oder da oben vielleicht wäre es auch recht geil, da so. Müssen wir halt auch irgendwie hochkommen, vielleicht machen wir da so eine Treppe. Aber es ist dann nicht mehr eine Basis, weil es ist erst der Eingang zur Basis und dann sollte es von der Basis auch dahin gehen irgendwie. Naja, es sind viele Entscheidungen, die man treffen muss. Aber das war's jetzt erstmal mit dieser 9. Folge von Michi spielt Minecraft. Wenn es euch gefallen hat, dann drückt auf Gefällt mir. Also. Ja, auf den Daumen nach oben halt, um ein bisschen Liebe zu zeigen. Und ja, hier möchte ich euch noch mal kurz diesen Spawner hier zeigen, die wir mal gefunden haben. Schon ein bisschen her. Und ja, ich bin richtig zufrieden mit meiner Welt bisher. Und es geht richtig voran. Ja, also hoffentlich sehen wir uns dann in der nächsten Folge. Vielleicht machen wir wieder ein paar Architekturen, unser Chestlager und vielleicht auch noch die Höhlenspinnenfarm. Aber vielleicht machen wir auch was ganz anderes. So wie ich halt Bock drauf habe. Also, ja, bewerten, kommentieren,
Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Haut rein, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, hoffentlich. Okay. Und Bungee Jumping. Ja, bam. Nochmal. Yeah, in your face.